Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar werde ich heute einerseits auf die Thematik Lars Windhorst gegen Hertha BSC eingehen, auf die Hertha-Doku, die geplant wurde. Danach werde ich ganz kurz auf einige Transfer-News rund um die Jugendakademie eingehen und zusätzlich werde ich danach noch einmal auf die Ansage von Taifun Korkut eingehen, der ja am gestrigen Training eine harte Ansage getroffen hat. Doch bevor ich damit beginne, noch einmal der Hinweis, abonniert ganz gerne den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC und die Bundesliga zu verpassen. Und sollte euch dieses Video gefallen, lasst gerne ein Like dafür sagen. Starten wir jetzt sofort rein mit dem heutigen Video. Ja, fangen wir erstmal an mit einem Wechsel aus unserer Jugendakademie weg. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Der U19-Torwart Arel Nkinchi verlässt Hertha BSC in Richtung Türkei zum Super League Cup Hatayspor. Und damit verletzt uns ein weiterer Jugendspieler. Man muss das sagen, das ist absolut verständlich. Er hat eine enorme Konkurrenz auf seiner Position, zum Beispiel Leon Schuck oder hat ihn Robert Kwasniot. Und man muss es ja eben so sagen, der Wechsel ist verständlich. Damit verlässt uns ein weiterer Jugendspieler in dieser Saison. So, dann gehen wir jetzt mal einmal auf die Ansage von Taifun Korkut an die Mannschaft ein. Er hat im gestrigen Training eine enorme Ansage getroffen, hat das Team kritisiert, hat aber zusätzlich Kampfgeist und Teamgeist hervorgerufen. Und ich denke mal, ich spiele euch hier kurze Ausschnitte dieser Ansage vor. Come on, we are here. You are here until shit. I am here until shit. No problem. But I will give everything to stay up. But if the team, if the players are like this and okay, we don't move, we don't fight for the situation, we're coming here, scheiß Blatt, scheiß Sonne blendet mich, was weiß ich. Hey, ich trainiere hier keine Jugendmannschaft. Come on, eh? We start the week, eh? I want to win, fucking hell, on the weekend. I want that you win. Scheiß auf mich, scheiß auf mich. Ich möchte, dass ihr gewinnt. Das ist eure Zukunft, das ist nicht meine Zukunft. Ja. Ja, ich denke mal, wir haben hier einige Probleme kristallisieren können. Erstmal muss man sagen, ich finde es wichtig und richtig, dass das Team mal eine Ansage bekommen hat. Aber es ist halt eben so, es wirkt wirklich nicht so sauber. Man muss halt eben sagen, hier kristallisieren sich einige Probleme. Zum einen die Sprachbarriere. Es kann nicht sein, dass ein Trainer nicht fließend Englisch spricht und dass der mit so einem gebrochenen Englisch macht, das konnte ich in der 7. Klasse besser. Und dann muss man halt eben auch noch kritisieren, dass irgendwie die Mannschaft so, das Zuhören, das fehlt so irgendwie, dass man wirklich spalier steht vor dem Trainer und jedes Wort umsetzt, was er sagt und da so komplett zuhört. Es wirkt so, als würden die Spieler, die eigentlich sowieso hunderte Ansagen in ihrem Leben bereits schon kassiert haben müssen, desinteressiert. Und das, finde ich, wirkt sich vielleicht schlecht auf den negativen Spieler aus. Und naja, man muss halt eben so schön sagen, er sagt ja auch selber in der Ansage, dass er keine Zukunft mehr bei Hertha hat, dass aber die Spieler darum kämpfen sollen. Und da frage ich mich auch, wo ist die Motivation, für einen Trainer zu kämpfen, der nächste Saison gar nicht mehr da ist? Das ist halt eben auch so einige Aspekte, die da miterzählen. Man muss sagen, ich finde es wichtig, dass er eine Ansage macht. Ob diese etwas bringen wird, wissen wir nicht. Man muss jetzt ganz genau schauen auf das Spiel gegen Gladbach. Läuft es richtig beschissen, wird, denke ich mal, Korkut nicht nur entlassen, sondern werden wir zusätzlich auch noch absteigen. Sollte das Spiel aber gewinnbar sein, dann ist es vor allem dem Taktikwechsel geschuldet, den wir jetzt angehen würde für das kommende Spiel. Dazu dann im Vorbericht am Freitag mehr. So, dann gehen wir mal weiter drauf ein. Es gibt einiges zusätzlich zu thematisieren. Zum einen, Kevin Prince-Boateng muss mit dem Training aussetzen. Das heißt, Kevin Prince-Boateng fehlt erneut im Training. Und dann nochmal ganz kurz zu der Thematik Freddy Bobic. Freddy Bobic hat ja bereits in der Medienrunde thematisiert, dass das Team jetzt zusammenrücken soll, dass das bisher noch kein Team war. Dazu sagt er unter anderem zusätzlich auch noch, Zitat, die Spieler müssen ehrlich miteinander umgehen. Vielleicht hilft es, den Konflikt zu suchen und sich verbal weh zu tun, um sich zu verbessern. Zuletzt waren sie keine Mannschaft, das müssen wir ganz klar sagen. Die Jungs wissen, dass sie liefern und am Wochenende punkten müssen. Es geht um Hertha BSC, das ist das Wichtigste. Er muss halt grundlegend sagen, dass hier sich seine Fehler bisher, die er bisher begangen haben, zur Kenntnis erscheinen lassen. Die Fehler, Leistungsträger zu verkaufen und durch schlechte Spieler, die Mentalitätsspieler sein, zu ersetzen. Das sind Fehler, die wirken sich bis jetzt aus. Und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt ganz tief unten drin stecken. Denn sowohl diese ganzen verkrusteten alten Strukturen im Verein, die nicht nur ich thematisiere, sondern die auch zum Beispiel der Investor thematisiert. Es sind halt eben, jetzt kommt alles zusammen. Die verkrusteten Strukturen im Verein, die verkorksten Transferperioden, ein schlechter Trainer. Und man muss es halt eben so sagen,
Da helfen jetzt nicht die Floskeln, dass wir punkten müssen. Jetzt muss geackert werden vom ganzen Team. Und zwar von morgens bis abends müssen die wissen, worum es geht. Dass es darum geht, einen Verein, der gerade am Boden liegt, nicht nur zu retten. Das muss jeder Spieler jetzt begreifen. Und wenn ich mir in die Gesichter der Ansage angucke, dann sehe ich das nicht. Muss ich ehrlich bis hierhin so sagen. Falsche Entscheidungen müssen jetzt ausgeräumt werden. Und jetzt gehen wir auf die ganze Thematik rund um die Dokumentation ein. Die Bild bestätigt die Information. Die Hertha-Doku wird niemals erscheinen. Tenor, das heißt die Firma von Lars Windhorst, hat den Stecker trotz Ausgaben von bereits 1 Million Euro gezogen. Der Grund dafür ist relativ klar. Die Aussagen und Bilder in der Doku hätten weder Hertha noch Produzent Tenor gut dastehen lassen. Und das zeigt halt eben auch nochmal diese verkrusteten alten Strukturen im Verein, die es erstmal gilt zu aufzuräumen. Man muss es halt eben so sagen, momentan läuft im Verein gar nichts gut. Wir erkennen super viel Machtkampf im Verein. Der Verein sollte die Doku erscheinen und diese natürlich realitätsnah ist, würde man natürlich erkennen, wie schlampig der Verein arbeitet, wie enorm kritisch und angespannt die Situation im Verein an sich selbst ist. Und das zeigt halt eben auch nochmal, dass auch wieder der Fokus komplett falsch gesetzt wird. 1 Million Euro in eine Dokumentation rein zu investieren, die als Imagefilm gilt, was man dann abbricht, ist natürlich dementsprechend absolut lächerlich. Muss ich halt Real Talk sagen. Man muss schauen, wie sich das damit entwickelt. Das zeigt aber eben halt auch, wie enorm Wahnsinn dieses momentan ist. So, zusätzlich muss man auch noch thematisieren dazu, zwischen Hertha und Windhorst kriselt es immer stärker. Zitat: Wir haben nicht gedacht und wir waren überrascht, dass Hertha nach unserem Einstieg so die Türen zuschlägt, sagt Tenorsprecher Fritzenköter. Das ist auch zusätzlich wieder ein Gehilfe von Lars Windhorst in seiner Firma. Im Mai ist die nächste Mitgliederversammlung, da wird sicher etwas passieren müssen. Da Tenor die kommende Mitgliederversammlung schon so anspricht, richtet sich diese Ansage, vermutlich gegen das bestehende Präsidium, gegen welches man ja schon seit Monaten wettert. Und es scheint halt einfach so, dass Präsidium von Hertha BSC und Lars Windhorst überhaupt keine Zusammenarbeit möglich ist. Und das besteht, diese alten verkrusteten Strukturen, die wir bereits unter Präsident Präsident Werner Gegenbauer schon seit Monaten nicht beseitigen können. Seit Jahren sind wir dran, sehen keine Entwicklung, sehen Rückschritte, sehen falsche Personalentscheidungen auf vielen Ebenen. Und irgendwie daran lässt mich es einfach langsam die Hoffnung verlieren. Natürlich hat er mit einigen Aussagen recht, was die verkrusteten Strukturen oder was halt eben die Personalentscheidungen aktuell bei Hertha BSC betrifft mit dem ausbleibenden Erfolg. Aber nichtsdestotrotz, er nutzt erneut die schlechte Lage von Hertha BSC aus, um sich öffentlich zu profilieren und bei kritischen Mitgliedern anzubiedern. Das heißt zum Beispiel, kritische Mitglieder abzuwerben, mit dem langfristigen Ziel, im Verein an Einfluss zu gewinnen. Das ist eigentlich beschämend und durchschaubar. Als Investor hat man an der Seite des Vereines zu stehen und nicht gegen den Verein zu wittern, nicht gegen das Präsidium des Vereines zu wittern. Eine Zusammenarbeit sollte das Ziel sein, aber das ist natürlich mit der Lage, in der wir momentan stecken, in der enormen Durchstrecke nicht möglich. So geraten zwei verschiedene Interessenkonflikte, bilden sich zu einem Interessenkonflikt und am Ende stehen wir da und die Leidtragenden sind die Fans. Es ist aktuell ein beschämender Klassenkampf, der natürlich ein schlechtes Bild auf den Verein wirft. An dieser Stelle beende ich das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, like gerne dieses Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr rund um Hertha BSC verpasst. Wir sehen uns tatsächlich morgen schon wieder. Bis dahin, genießt den Abend und tschüss!